Lappen, wer nicht mit SLP-Kondom vögelt. Ich glaube, so ein Spiegel kostet dann irgendwie 10k oder so. Aber wer von euch Bock hat, go for it. Lang ist es her, aber der Scooterpad lässt sich immer wieder mit einem neuen Livestream blicken und selbstverständlich ist wie immer traditionell der Espresso in der Hand. Was soll ich euch sagen, Freunde? Ich glaube, wir haben uns jetzt original 2 Wochen nicht gesehen. Knapp eine Woche war ich davon in Paris. Ich glaube, viele von euch haben ja auch auf Instagram die ganze Reise mitverfolgen können. Falls ihr das verpasst habt, selber schuld, weil die Instagram, der Paris-Trip wurde auf Instagram festgehalten. Ja, aber der Paris-Trip war wild, sehr, sehr wild. Und dann war ich eine Woche, ein bisschen weg vom Fenster. Vorsichtig ausgedrückt, ja. Einige News sind ja letztendlich auch dann dennoch veröffentlicht worden und der Chat spricht dich schon an. Das gute Stück, was ich hier gerade am Tragen bin, der ADR-Fleece, Freunde, ich war oder bin immer noch so happy, euch den endlich zeigen zu dürfen. Ich glaube nicht diesen Sonntag, sondern den Sonntag, also vor einer Woche schon, habe ich euch das Ding auf Instagram präsentiert und der kam wirklich unfassbar gut an. Ist mit Abstand das meistgelikedste Bild von ADR, was wir jemals rausgehauen haben. Und auch die Resonanz war unfassbar. Ihr müsst wissen, also jetzt, wo der Release veröffentlicht ist, nämlich diesen Sonntag um 13 Uhr, dass das Piece eigentlich Teil einer Kollektion war, weswegen wir von den Stückzahlen leider Gottes nicht so viele am Start haben. Weil, wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir gewisse Anzahlen an Produkte haben und dann droppen noch 10 andere Produkte, ist natürlich klar, dass wenn du, dann machst du eine andere Stückzahl, als wenn du einen Single-Release-mäßig machst, weißt du, wie ich meine? Aber so ist es halt. Alle Infos, wie gesagt, um Sizing, Pricing, kommen auch noch diese Woche online. Aber ich habe mir gedacht, es macht keinen Sinn, den Fleece irgendwann im März zu droppen, wo der Winter schon mehr oder weniger vorbei ist. Deswegen komm, packst du den vorab raus. Oder haust du den vorab, haben wir den vorab raus. Und deswegen ist es so gekommen, wie es ist. Es gibt keine Codes, Freunde, nichts dergleichen. Jeder hat letztendlich dieselbe Chance, um das möglichst fair zu halten. Ansonsten, Freunde, gebt mir gerne Feedback zu dem Fleece. Gefällt er euch nicht? Ansonsten, was gibt's noch für News, Freunde? Paris war sehr wild, unfassbar viel passiert. Man hat mit sehr vielen Leuten connecten können. Man hat Leute gesehen, die man teilweise nur aus dem Fernsehen oder über Instagram kannte. Von Gunner nebenein zu Tyler läuft lang und wirklich verrückt. Ich habe es aber wirklich geschafft, Freunde, alle meine Pickups mehr oder weniger noch hier eingetütet zu lassen. Und ich würde vorschlagen, dass wir da erstmal direkt mit anfangen, mit einem kleinen LPU. Ihr könnt ja schon so ein bisschen erahnen, beziehungsweise habt es vielleicht schon mitgekriegt, was ich hier gezogen wurde. Ich zeige euch einmal hier nochmal für den maximalen Flex alle Tüten in die Kamera. Fangen wir mit der kleinsten Sache an, nämlich der Saint Laurent-Tüte hier, meine Freunde. Bei Saint Laurent habe ich mir eine Sache gekauft, die der eine oder andere von euch schon kennen wird. Die hatte ich nämlich schon mal, ist allerdings kaputt gegangen, beziehungsweise dann in die Jahre gekommen. Das müssten hier die Preise sein. Jo, keine Ahnung, was das hier ist, Freunde. No joke, ich habe legit einmal reingeguckt. Ja, muss ich zugeben, aber ich habe das jetzt noch gar nicht so wirklich begutachtet. Aber was das hier ist. Ja, gut. Wenn das das ist, was ich glaube. Ja, geil. Saint Laurent Condoms. Habe ich gekriegt. Weiß nicht, ob die nette Dame, die Verkäuferin, irgendwas in Schilde geführt hat. Aber ja, gut. Nehme ich mit. aber was ich mir gekauft habe, ist, und der eine oder andere hat es nämlich schon erraten, ich habe mir eine neue Handyhülle gekauft. No joke. Ich habe so eine komische, was heißt komisch? Eigentlich vollkommen ausreichend von Amazon für ein 20 oder so geholt. Aber ich hatte ja schon mal für mein altes Handy das Case von Saint Laurent. Und das Coole hierbei ist, dass es nicht so ultra cringe ist, wie diese ganzen Gucci-Handyhüllen, die erstens kackenöde aussehen, plus dann auch noch schweineteuer sind. Ich glaube, so eine Gucci-Handyhülle kostet locker 200-300 Euro. Wirklich eklig. Und die von Saint Laurent haben halt nur ein kleines Branding, was ich absolut angenehm finde. Plus, die kostet, glaube ich, 40 Euro oder so. Also, klar, 40 Euro für ein Handy ist immer noch teuer, aber
deutlich angenehmer als jetzt irgendwie was anderes, wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen habe ich mir die gezogen, weil meine auch hier schon, ja, so leicht kaputt ist. Hier unten die Dellen sind, ja, ihr wisst, ab und zu fällt das Ding mal hin. Deswegen ich mir die gezogen habe, Freunde. Wie gesagt, 40, 45 Euro, irgendwie sowas kostet das Ding. Ich glaube, die gibt es nicht online. Ich hatte zumindest schon mal geguckt, ob es die online gibt. Da wurde ich nicht fündig, aber das ist jetzt auch schon etwas länger her. Ja, ist jetzt nothing special, to be honest. Aber ich habe die gesehen und ich fand die ganz cool. Dann habe ich sie mir geholt. So sieht das ganze Ding dann, ja, aufgesetzt auf. Aus. Haben die Kondome ein Branding? Bro, ich glaube schon. Die haben so eine Hülle. Und dann... Ne, die sind alle unterschiedlich. Kann man, glaube ich, entspannt als Deko-Accessoire nutzen. Im Office vielleicht. Die Leopardenmuster wurden auch gesaved hier an der Stelle. Wichtig und richtig. Lappen werden nicht mit SLP-Kondom gevögelt. Bro, maximal los, ich sag ehrlich. Chat wieder sehr lustig unterwegs. Sehr, sehr lustig, aha. Machen wir weiter mit einem sehr, sehr besonderen Pickup von uns, Freunde. Ja, Freunde, das ist ein Pickup. Ich bin nach Paris gereist und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, hey, eigentlich musst du dir es ziehen. Eigentlich musst du dir es ziehen. Vor Jahren, ich glaube vor mittlerweile 5 Jahren oder so, viele von euch werden sich daran erinnern, waren wir mit L'Equipe, das bedeutet mit Moret und mit Kelly, waren wir in London und haben vor, ich will hier nicht auf FuturePet machen, aber wirklich sehr, sehr früh und schon die Goya-Gürtel abgecheckt, waren in einem Store und zugegebenermaßen waren wir damals, oder ich war damals nicht in der Lage, ich war vielleicht schon in der Lage, aber ultra auf Krampf, ja, mir diese Gürtel zu kaufen, weswegen ich es dann nicht gemacht habe. Jetzt, Jahre später, habe ich mir diesen Traum, ist kein Traum, aber dieses Häkchen einfach gesetzt. Viele von euch wissen es wahrscheinlich oder können es vermuten. Es ist der Goya-Gürtel geworden. War teuer, aber ich habe sogar mit mehr gerechnet, to be honest. Was denkt ihr, was so ein Goya-Gürtel kostet? Dreimal in die Runde gefragt. 500, 550, 600, 700. Ja, okay, doch, ihr schätzt dann doch ein bisschen günstiger ein, als es dann doch ist. Das Ding hat, und jetzt anschnallen, 655 Euro gekostet. Und hier sitzt ein Typ, der sagt, er wäre teurer. Naja, Freunde, extrem viel Geld. Machen wir uns nichts. Sehr, sehr viel Geld. Es ist schon eine Experience, da reinzugehen, beziehungsweise der ganze Store, wie das aufgebaut ist. Das haben wir auch damals schon in dem Vlog gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, in diesem Store sind vielleicht 4 oder 5 Mitarbeiter und jeder dieser Mitarbeiter dient einen Kunden, beziehungsweise eine Gruppe von Kunden. Das bedeutet, wenn du da mit deinem Kollegen hingehst, dann habt ihr beide einen Verkäufer sozusagen. Und auch erst, wenn ihr fertig seid, kommt sozusagen... Also er bringt euch dann zur Tür und dann nimmt er quasi den nächsten Kunden entgegen, was so ein bisschen diesen, ja, diese Exklusivität einfach hochhält. Vor dem Laden ist eigentlich immer eine Schlange, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber man fühlt sich auf jeden Fall gut aufgehoben. Die Leute sind auch sehr, sehr freundlich. Das ist jetzt nicht so ein bisschen auf, ja, ich muss jetzt hier was kaufen, sondern ihr wisst, die freuen sich dann halt mit euch. Zumindest geben die euch das Gefühl. Naja, ich habe dann mit dem getalkt, dass das schon länger ein Gürtel ist, den ich haben will. Er hat mir eine ganze Auswahl, also ich glaube, es gab 4 Stück. Ich habe mich dann letztendlich für den entschieden, den wir alle kennen, den wir alle mögen. Das ist ein, weiß gar nicht, welche Größe, 90? Das ist eine 90, eine 95? Eine 95 ist das. In schwarz-weiß. Den könnte man jetzt auch noch komplett irgendwie customizen lassen. Ich habe ihn so einfach mitgenommen, weil so ist er für mich am cleansten. Ich feiere den extrem. Qualität fühlt sich jetzt erstmal absolut in Ordnung an. Ist ein Stück Leder. Ob der jetzt wirklich das Geld wert ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn man versteht, auch mit der Hintergrundgeschichte, wie sehr wir den haben wollten oder wie lange wir den schon auf der Want-to-Buy-Liste haben, dann kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Schnalle ist kein Gucci, kein gar nichts, ja. Einfach low-key gehalten. Ich glaube, viele werden den noch gar nicht checken. Aber das ist ja genau das, was wir eigentlich feiern. Packaging 10 von 10, muss man wirklich sagen. Mit so einer Stofftüte, wo man den reinlegen kann. Und dann noch so eine Zertifikatskarte am Start. Warum keine Bag? Bro, ich sag dir ehrlich, ich wollte einen Gürtel haben. Keine Tasche. Alright, machen wir weiter mit der kleinsten Tüte. Aber auch dem teuersten, kann man fast sagen. Chrome Hearts, Freunde. Chrome Hearts, ihr wisst, 2 Pieces sind immer vonnöten für ein gutes Outfit. Deswegen habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und hier mal direkt, ja, neuen Schmuck von Chrome Hearts mir gezogen. Mir wurde mal wieder
sehr, sehr stark deutlich, als ich in diesem Laden war, wie überteuert Chrome Hearts ist, muss man wirklich so sagen. Die Auswahl war noch nicht mal... War noch nicht mal groß. Also sowohl irgendwie an Klamotten als auch an Schmuck war jetzt nicht ultra viel am Start. Vieles, was ich mir dann auch ausgesucht habe in Bezug auf Ringe, war auch nicht in meiner Größe vorhanden. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir insgesamt 2 Ringe gekauft. Die Ringe, wie gesagt, Chrome Hearts ist sehr, sehr teuer. Sag ich gleich was dazu, was ich preislich dafür ausgegeben habe. Man kriegt das erstmal in so einer komischen Tüte. Und in dieser Tüte... Und dann so kleine Säckchen, ja. Und in diesen Säcken befindet sich jeweils ein Ring. Wir fangen mit dem kleineren an. Also ich habe mir 2 Ringe gekauft, die ich beide layern werde. Nummer 1, sehr, sehr dünn. Versuche das Ganze mal ein bisschen zu fokussieren hier. Sehr, sehr dünn mit diesen typischen Chrome Hearts Elementen. Alles antioxidiert, damit das diesen schwarzen, also dieses roughe, dunkle, den dunklen Charakter kriegt. Und ziemlich hoch. Versteht ihr, was ich meine? Also der geht ein bisschen in die Höhe. Das Ding hat gekostet, Freunde. Und da frage ich wieder an euch. Was denkt ihr, was so ein Ring kostet? Verpackung wie bei Asos. No joke, Verpackung wie bei Asos. 300, 700, 500, 600, 800, 1000. Der Ring hat 455 Euro gekostet. Ist natürlich echt Silber. 455 Euro, sag ich aber gleich was zu. Zweitens, ein bisschen auffälliger, und das ist wirklich mein Favorit, der ist insane, der ist unfassbar. Boah, der ist Zucker, der ist hart. Ich weiß nicht, sind so Art Rosen oder so Blüten, crazy Ding, ohne Witz, der ist hart. Und ich werde die beide zusammen anziehen und es kommt tatsächlich der L'Equipe Ring weg, Freunde. Wer kann sich noch an diesen Ring erinnern? Er hat leider abgedankt und ich werde quasi jetzt hier auf meinen Zeigefinger, meinen rechten Zeigefinger, einmal den hier holen und dann den da drüber. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr es sehen? Was sagt ihr? Was sagt ihr, Freunde? Der einzige, der mich hier jetzt noch stört an der Hand, ist der hier. Der muss noch ausgetauscht werden, aber ansonsten ist die Hand clean. Ich sag ehrlich, die Hand ist clean. Sehr, sehr clean. Bin super zufrieden mit den Ringen. Der große hat gekostet, Achtung, 650 Euro. 650 Euro. Wow. Ist das viel Geld? Ja, es ist immens viel Geld. Und ich will mir das jetzt auch nicht irgendwie schönreden oder was auch immer. Aber ihr dürft eins nicht vergessen. Ich trage die jeden Tag. Jeden Tag. Ich trage die legit jeden Tag. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich, die großartig hin und her tausche. Viele dieser Ringe trage ich seit Jahren. Und ich habe auch vor, die wirklich, wenn es gut läuft, für immer, beziehungsweise halt immer in meine tägliche Routine einzubauen. Das bedeutet, wenn man sich das runterrechnet, Cost per Wear, ist das wahrscheinlich einer der Pieces, die sich für mich am meisten lohnen. Ja, so viel dazu. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Ringen. Auch diese Hand gefällt mir aktuell sehr gut. Der einzige, der ausgetauscht werden muss, ist der hier. Ich habe da einen schon im Blick von Werkstatt München. Aber ich will jetzt auch nicht hier einen Ring nach dem anderen kaufen, weil, wie gesagt, das ist etwas, wo ich mir immer sehr, sehr viele Gedanken drüber mache und da jetzt nicht irgendwie einen nach dem anderen kaufe, sondern... Wie gesagt, wenn irgendwas ansteht, ein Trip oder was auch immer, dann kann man sich das mal gönnen, beziehungsweise da einen zulegen, wenn es dann in das Gesamtbild auch passt. Wichtig. Nimmst du die eigentlich ab oder schläfst du mit denen? Nee, Bro, hier zum Schlafen tue ich die tatsächlich ab. Das waren alle meine Pickups. Ich muss dir noch was sagen, Freunde. Das sind, wie viele 1000 Euro habe ich jetzt für diese Ringe ausgegeben? Und jetzt kommt das Krasseste. Die färben ab. Ich habe sie schon... An dem Tag, wo ich sie mir gekauft habe, hatte ich sie an und die färben einfach ab. Ich bin dann nochmal in den Laden gegangen und habe gefragt, was das soll. Ob ich hier verarscht wurde. Aber das ist ein Problem, was wir mit den ADR-Ringen auch teilweise schon mal hatten. Und zwar, das ist Echtsilber. Das heißt, das Echtsilber oder das Material färbt nicht ab. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, um diese dunkle Optik, dieses Schwarze in den Ring zu bekommen, werden die antioxidiert. Das ist... irgendein chemischer Prozess, der dann halt den Ring so aussehen lässt. Und jetzt passiert Folgendes. Der Ring wird gefertigt, wird dann antioxidiert und dieses Schwarze findet sich selbstverständlich auch im Inneren des Ringes. Wenn du die jetzt aufsetzt und dann ein bisschen schwitzt, dann färbt das ab. Wie kann man das Ganze umgehen? Indem man einfach das Innere vom Ring poliert oder polieren lässt oder... ne? Sauber macht letztendlich, also polieren. Haben die nicht gemacht, fand ich für den Preis schon heavy.
Weil wie gesagt, mit dem ADR-Ring hatte ich ähnliches Problem. Und Lösung davon war halt, dass der von innen halt poliert werden muss, damit man beim Tragen nicht halt dieses Problem nicht hat. Und jeder weiß, der sich schon mal Ring gekauft hat, wie krass das bleibt. Also es ist nicht so, ja, das färbt ab, du gehst einmal duschen, dann ist das weg. Du kriegst es nicht weg. Du kriegst es nicht weg. Das bleibt legit eine Woche an deinen Händen. Das ist krass. Das war so ein bisschen weird, sag ich ehrlich. Aber ansonsten bin ich eigentlich, zufrieden. Ich finde die auch gelayert, wirklich extrem, extrem nice. Und das waren alle meine Pickups, Freunde. Wirst du den Gürtel daily tragen oder nur für ausgewählte Hosen? Nee, Bro. Daily werde ich den nicht tragen. Dafür ist der mir zu schade. Wenn man den nicht sehen sollte, dann werde ich irgendeinen anderen random Gürtel verwenden. Aber wenn der so mal durchblitzt oder so, dann werde ich den schon das ein oder andere Mal pullen. Aber das ist zugegebenermaßen eher ein Gürtel, den ich wahrscheinlich rocke, wenn ich irgendwie den Hemd oder so in die Hose stecke. Wann kommen nochmal die ADR-Ringe? Bro, irgendwann im Laufe des Jahres. Ich denke oder gehe sehr stark davon aus, in den nächsten Monaten. Damit du da Bescheid bist. Hast du eine Schmuckbox? Ja, ich habe auch eine Schmuckbox. Ich habe hier zum Beispiel eine. Hier ist eine Schmuckbox. Hier tue ich ab und zu meine Ringe hin. Ich habe aber auch eine im Ankleidezimmer. Also was heißt Schmuckbox? Ihr kennt diese IKEA-Schubladen. Da habe ich eigentlich meinen ganzen Schmuck drin. Was ich auch noch krass fand, ist einmal von Chrome Hearts die Armbänder. Die waren krass. Da waren zwei unfassbare dabei. Preislich auch jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, über 2.000 haben die gekostet. Da gab es auch Chrome Hearts Rolex-Uhren, also die gecustomizten. War jetzt allerdings nichts für mich. Interessant auch, dass man konnte sich da sogar Möbel und so kaufen. Also jeder, der in so einem Chrome Hearts Store schon mal drin war, der weiß, dass diese ganzen Möbel und die ganzen Schränke, die da sind, alles Chrome Hearts Hardware beinhalten. Die Scharniere, komplett alles. Oder auch die Kleiderbügel komplett in dieser Chrome Hearts Optik gehalten. Und das kann man sich tatsächlich auch kaufen. Wusste ich nicht. Ich glaube, so ein Spiegel kostet dann irgendwie 10.000 oder so. Aber wer von euch Bock hat, go for it. Ja, ansonsten war's das. War wirklich extrem, extrem nice, Paris. Jetzt hier einen kleinen Überblick der Käufe, die getätigt wurden. War auf jeden Fall eine sehr, sehr verrückte Experience.